Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Polite Society, ein neuer britischer Film. Was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's. Es ist nur ein zwangloses Treffen, hör auf damit. Das ist echt gefährlich, Lina, das ist eine Falle. Oh mein Gott, Rhea, chill, okay? Es geht nur um ein bisschen Spaß. Genau, Rhea, chill. Er hat einen riesen Hochzeitsständer am Start. Oi, Quitty, du siehst toll aus. Was soll's? Du vögelst ihn, dann lässt du ihn fallen. Ganz easy und sauber. Was stimmt nicht mit dir? Wir sind in London und im Mittelpunkt der Geschichte steht Rhea. Die kommt aus einer pakistanischen Familie und ihr großer Wunsch ist es mal, Stuntfrau zu werden. Allerdings ist ihre Familie nicht davon so wirklich begeistert, aber sie trainiert da sehr hart für und möchte unbedingt ein Praktikum auch bei einer berühmten Stuntfrau machen. Sie ist auch sehr eng verbunden mit ihrer Schwester Lina. Doch als die dann plötzlich jemanden kennenlernt, ja, ahnt Rhea böse Sachen. Und man denkt sich anfangs, oh Gott, was ist das jetzt alles nur so Teenager-Gehabe? Oder steckt da doch wirklich mehr dahinter? Und das ist auch die große Frage. Und man muss sagen, die erste Hälfte des Films ist da so alles etwas träge und man denkt sich so, oh Gott, das ist jetzt einfach nur so Teenager-Gehabe. Und wenn dann aber so ein paar Hinweise kommen, was denn eventuell ja vielleicht bei dem mit seiner Mutter nicht so ganz koscher ist, dann wird es interessanter. Dementsprechend ist es insgesamt von der zweiten Hälfte dann sehr spannend, abwechslungsreich. Es ist auch insgesamt, dass hier teilweise Kämpfe ausgetragen werden zwischen den einzelnen Figuren, die auch wirklich hart und connecten. Und es ist nicht so, ja, wir dürfen uns nicht schlagen, sondern da werden auch gern mal Einrichtungen auseinandergenommen und das ohne großartige Konsequenzen. Das ist so interessant. Die kämpfen zu Hause, zerstören Türen und so, aber keiner sagt da was dazu. Das ist anscheinend vollkommen normal. Deswegen ist der Film an manchen Stellen so ein bisschen drüber, was so den Humor angeht oder was die Action angeht, weil es dann nicht so wirklich Konsequenzen hinten raus hat. Aber auf der anderen Seite nimmt er sich dann schon relativ ernst und ist keine klassische Komödie. Das ist so ein ja, interessantes Zwischending und er funktioniert vor allem gut. Wenn er so wie die erste Hälfte wäre, wäre es echt ultra langweilig. Die zweite Hälfte reißt noch echt was raus. Dementsprechend dadurch auch solide, okay, 3 von 5 Punkten für die Geschichte. Schauspielerisch machen die jungen Darstellerinnen das wirklich gut. Also da kann ich nicht meckern. Einige sind aus britischen Filmen und Serien bekannt, aber nicht so wirklich. Da ist insgesamt in Ordnung der Cast. Aber für mich hat jetzt keiner so richtig voll die emotionale Tiefe rausgeholt und mich mitgenommen. Das ist solide, okay, 3 von 5 Punkten. Technisch muss man sagen, haben die hier einige schöne Kämpfe, sowohl choreografiert, auch teilweise versucht, ein bisschen längere Einstellungen zu lassen. Aber insgesamt ist es krass, wie die jungen Darstellerinnen hier teilweise am Kämpfen sind. Und das sieht gut aus, das ist unterhaltsam. Es ist jetzt klar kein Blockbuster vom Look her, sondern eher so ein ja, Teenager-Jugendfilm. Und dafür funktioniert es auch relativ gut. Solide 3 von 5 Punkten von der Technik. Dementsprechend komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, der Film war für mich anfangs sehr schwer einschätzbar, wo ich mir dachte, okay, wo will der denn eigentlich am Ende hingehen? Trotzdem ist er sehr unterhaltsam geworden und ich muss sagen, ab der zweiten Hälfte bin ich richtig drin gewesen und hatte Spaß bei dem Film, weil er einfach so abgedreht ist an einigen Stellen und dann doch spannend wird. Es hat so ein bisschen, ja, Detektiv-Vibes, die aber ein bisschen abgedrehter sind. Also nicht so wirklich seriös Detektiv sein, sondern eher so ein bisschen, ja, rausfinden, was da vielleicht nicht so sauber laufen könnte. Dementsprechend klare Empfehlung meinerseits, kann man sich im Kino anschauen, 3 von 5 Punkten. Insgesamt solide Wertung, 12 von 20 Punkten. Auf jeden Fall ein Film, der sehr kurzweilig, vor allem ab der zweiten Hälfte ist. Dementsprechend, das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!